Farben wirken ja im Unterbewussten auf uns und jede Farbe hat daher eine besondere Bedeutung. Zum einen kollektiv auf alle wirkend und zum anderen auch natürlich eine individuelle Bedeutung für jeden Menschen. Das ist durchaus berechtigt, einmal auszuprobieren, wie sich das neurokreative Bild entwickelt mit deinem Thema, das du eingebaut hast, wenn du keine Farben verwendest, wenn du also auf diese Ebene verzichtest und dich ganz auf die Formen und auf die Power Bubbles konzentrierst. Und da kam die Idee, verschieden große Bubbles auszuprobieren. Es gibt ja die Power Bubbles bei Neurodings und die kann man ja in verschiedenen Größen ins Bild einbringen. Du kannst dabei auch ausprobieren, verschiedene Stiftstärken zu verwenden. Dadurch entsteht doch ein Farbunterschied, obwohl es sich um eine schwarze Zeichnung auf weißem Papier handelt. Es entstehen dunkle und helle Schwarztöne und damit kannst du ganz besondere Effekte erzielen.